endlich ist sie wieder da, die Zeit der 1001 Advents- und Weihnachtsfeiern. Ihr wisst auch noch nicht so recht, wie ihr den ganzen Smalltalk mit mehr oder weniger bekannten und gemochten Menschen überstehen sollt? Kein Problem, in diesem Video gibt es nützliches Wissen rund um das Fest der Liebe, das auch den größten Partymuffel zur Smalltalk-Königin des Abends machen wird. In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, Moment mal, da steht ja überhaupt gar nichts in der Bibel davon, dass Weihnachten im Dezember gefeiert wird. Wie kommt man denn darauf? Tatsache ist, in der Bibel finden wir dazu nichts, trotzdem gibt es verschiedene Erklärungen dafür. Die erste hat etwas mit Rechenleistung zu tun. Richtig gehört. Sextus Julius Africanus, der Autor der ersten christlichen Weltchronik, hat in derselben den 25. März, also den Frühlingsbeginn, als ersten Schöpfungstag festgelegt. Seine Schlussfolgerung daraus? Die neue Schöpfung in Christus muss gleichzeitig beginnen. Und so legte er den 25. März als, Achtung, den Tag der Empfängnis Jesu fest. Und jetzt kommt das Rechnen ins Spiel, 9 Monate Schwangerschaft, darauf gerechnet und schon kommen wir auf den 25.12. Easy, oder? Eine zweite Erklärung hat mit dem heidnischen Brauchtum zu tun. Ab 274 wurde in Rom nämlich das Fest des unbesiegbaren Sonnengottes Sol Invictus gefeiert. Der Termin, die Wintersonnenwende, der Zeitpunkt also, an dem die Tage wieder länger werden und das Licht über die Dunkelheit siegt. Licht der Welt und Sonne der Gerechtigkeit sind Attribute, die wir auch Jesus Christus zuschreiben und so passte der Termin natürlich ganz wunderbar. Das bereits bestehende heidnische Fest wurde so immer mehr christlich umgedeutet. Apropos Heidentum, habt ihr schon überlegt, was für einen Weihnachtsbaum es in diesem Jahr geben soll? Immergrüne Tannen gelten schon seit jeher auch im heidnischen Brauchtum als Symbol für Leben und Fruchtbarkeit. Das Schmücken der Tannen sollte diese Zeichen des Lebens ehren. Schließlich sind immergrüne Pflanzen Symbole der Hoffnung, nämlich einer Hoffnung auf die Wiederkehr des Frühlings nach dem harten Winter. Der Weihnachtsbaum ist also im Ursprung kein christliches Symbol, sondern, wenn man so will, ein bürgerliches. Es ist also nicht ganz verwunderlich, dass die Kirche diesem weihnachtlichen Symbol heidnischer Herkunft erstmal skeptisch gegenüberstand, obwohl das ja eigentlich Quatsch ist, denn die Kernbotschaft, die mit diesem Brauch einhergeht, teilen wir ja alle. Im dunklen Winter bringen Weihnachtsbäume Farbe und Licht in unsere Wohnzimmer. Sie zeigen, wir wünschen uns Licht und Liebe und wir hoffen, dass auch dunkle Zeiten vorbeigehen. Ein Glück hat auch die katholische Kirche das irgendwann eingesehen. Erst im Jahr 1982 hat Papst Johannes Paul II. Dann den ersten Weihnachtsbaum auf dem Petersplatz in Rom aufstellen lassen. Ganz schön spät, oder? Wo wir schon mal beim Thema Weihnachtsbäume sind, habt ihr gewusst, dass man in den USA oft eine nachgemachte saure Gurke als Baumschmuck aufhängt? Witzigerweise wird diese Tradition dort häufig als eine deutsche verkauft, obwohl sie hier kaum bekannt ist. Man erzählt sich, dass die Tradition aus dem frühen 20. Jahrhundert stammt, als Familien nicht genug Geld hatten, allen Kindern etwas zu schenken. Nur das Kind soll eine Kleinigkeit erhalten haben, das die grüne Gurke im grünen Baum entdeckt hat. Schade für die anderen, sag ich mal. Zum Stichwort Weihnachtstradition gibt es noch eine ganz tolle, die ich vor allem aus dem Polnischen kenne. Dort ist es üblich, die Weihnachtstafel für eine zusätzliche Person einzudecken, falls eine bedürftige Person an die Tür klopft, so wie Maria und Josef es einst getan haben. Könnten wir eigentlich alle machen, oder? Zur Advents- und Weihnachtszeit gehören ja aber nicht nur Tannengrün, Baumschmuck, Essen und Geschenke. Es gibt natürlich auch den einen oder anderen Filmklassiker, der nicht mehr wegzudenken ist, Der kleine Lord oder tatsächlich Liebe. Ein weiterer beliebter Weihnachtsfilm ist 3 Haselnüsse für Aschenbrödel, sicherlich auch deshalb, weil er in so wunderschön verschneiter Landschaft spielt. Was allerdings die wenigsten wissen, zu den Dreharbeiten lag rund um das Set an Schloss Moritzburg gar kein Schnee und so musste man sich mit Kunstschnee behelfen. Der allerdings wurde aus Fischmehl hergestellt und so muss es bei den Dreharbeiten bestialisch gestunken haben. Welches mehr oder weniger nützliche Weihnachtswissen zum Angeben auf der nächsten Feier kennt ihr noch? Verratet es mal in den Kommentaren. Und in diesem Video von Martina erfahrt ihr mehr dazu, wo eigentlich die Weihnachtskrippe herkommt und was das Ganze mit Franz von Assisi zu tun hat, also klickt mal rein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen da und denkt daran, unseren Kanal zu abonnieren, so verpasst ihr keins unserer neuen Videos mehr.